Erstmals sitzen Sie in der Landesregierung, trotz bescheidenem Ergebnis bei der Landtagswahl im Oktober 2023. Nun rollen Sie die Jugendarbeit neu auf, die Freiheitlichen. Heute wurde Ihr neuer Landesjugendsprecher vorgestellt. Tim Gerstgrasser ist neuer Landessprecher der Freiheitlichen Jugend. Der 19-Jährige aus Ulten tritt jetzt die Funktion in der drittgrößten Regierungskraft Südtirols an. Eine nicht ganz einfache Aufgabe. Bekanntlich hatten die Freiheitlichen in den letzten Jahren größere Probleme bei der Organisation. Um die Jugendarbeit der Freiheitlichen neu aufzubauen, wurde er von der Parteispitze ernannt. Es ist noch was da. Es wurde in der vergangenen Zeit jetzt nicht so viel Zeit, Mühe in den Aufbau gesteckt, einfach aufgrund personaltechnischer Probleme. Aber jetzt geht es wieder los. Jetzt werden diejenigen, die noch da sind, haben jetzt eine neue Führung. Deswegen sind wir jetzt ganz zuversichtlich und werden in Zukunft sicher einige tolle Sachen voranbringen. Zentrales Thema wird, wie bei den Großen in der Partei, die Sicherheit sein. Die Sicherheit im öffentlichen Raum, aber auch die Zukunftssicherheit für die Jugend, sagt Gerstgrasser. Mit der neuen Landesregierung wechselt die traditionelle Oppositionskraft auf die Regierungsbank der Mitte-Rechts-Koalition. Macht das die Jugendarbeit leichter oder schwieriger? Ich glaube tatsächlich, dass es leichter wird. Ich stelle mich trotzdem immer auf Schwierigkeiten ein. Ich stelle ja fest, dass viele Teile der Jugend leider noch nicht so wirklich das Interesse an der aktiven Politik gefunden haben. Das ist schade, aber ich hoffe, dass ich auch im Generellen dazu beitragen kann, dass ein größeres Interesse an der Politik geweckt wird. Das wäre mir wichtig. Und wo sieht der neue Jugendsprecher die größte Herausforderung für die kommende Zeit? Ich glaube, das wird es sein, neue Mitglieder, neue interessierte Mitglieder zu finden. Ich hoffe natürlich, dass ich neue Mitglieder finden werde, aber es ist schwierig. Die aktuelle Situation in ganz Europa ist eigentlich so, dass große Teile der Jugend leider noch nicht das Interesse an der aktiven Politik gefunden haben. Natürlich ist es einfacher, einen Kommentar online zu schreiben und sich darüber zu erfreuen, dass dieser Likes kriegt, als dann effektiv in der aktiven Politik tätig zu werden. Das ist ein großer Unterschied. Und das wird vermutlich die Schwierigkeit.